Easy's Star Road 4. Du bist dazu auserkoren, den Abend zu retten, Easy. Ich weiß aus wie ein Kaizo-Level. Was ist denn da los? Kim, gib mir jetzt schon auf den Sack. Brauche ich die roten Münzen? Warum sind diese ganzen Nachtgamings so scheiße in dem Spiel? Das brauche ich einen Panzer wahrscheinlich. Gehen wir mal davon aus. Hoffe, dass sie optional sind. Nee, sind sie nicht. Wie soll ich an die untere da rankommen? Zumindest das schon mal. Eine Bitspende gibt es vom Stevie am Montag. Bitspende? Ja, habe nicht wirklich mehr zu schreiben, das heißt heute eine bisschen kürzere Nachricht. O3T. Also Punkt Baum der Ringe. Okay, Stevie, danke für die Bitties. Sehr lieb von dir. Flopt. Also ich meine, also gerade für Competitive, also hätte ich auch, also nicht mal mehr groß wegen Zeit, ehrlich gesagt, aber... Das Problem für mich an Competitive ist einfach, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt in dem Spiel, das haben wir ja schon häufiger mit, unser aller Lieblingsspiel Rocket League, das wächst jetzt nach unten, okay, verstanden. Das ist einfach, ich habe gar nicht die Zeit, meistens die Zeit und vor allem aber auch die Lust nicht dazu, mich auf irgendein Spiel dermaßen einzulassen, dass ich wirklich in irgendeiner Form wettbewerbsfähig wäre. Das ist das größte Problem. Es geht so viel Zeit für Mario drauf. Weil natürlich, keine Ahnung, du ohne groß zu üben, und das schließt Privatzeit auch mit ein. Ich sitze so oft am Wochenende hier und spiele Mario Maker. Was okay ist, ich mache es gerne, ich liebe dieses Spiel, sonst würde ich es nicht spielen. Aber die Zeit, also fast jede freie Zeit, die ich habe, geht für das Spiel dann auch drauf. Also da jetzt noch daher zu gehen und irgendwas kompetitiv zusätzlich zu spielen, das würde ich gar nicht hinkriegen. Ich könnte mich da gar nicht drauf konzentrieren. Ich würde sehr, sehr gerne zum Beispiel irgendwelche Challenge-Runs in, was weiß ich, Dark Souls oder so können, aber... Nee. Bis ich in dem Spiel auf irgendeinem Niveau bin, das ich haben möchte, bin ich wahrscheinlich hier dann auf einmal wieder so wie vor 5 Jahren, ne? Zap W100 Bonus 10 Nadans TV ist mehr Klatsch Ende Hände, Klatsch Ende Hände, Klatsch Ende Hände, Klatsch Ende Hände, Kacke, Klatsch Ende Hände. Ich feier die Shitrims, lächelndes Gesicht, Kruzhü Kruzlove. Yes. Fabrizio, danke für die ebenso 100 Bitties. Und natürlich auch für den lustigen Titan hier Cheer-Mode-Kram. Dankeschön, sehr lieb von dir. Hashtag Hüppe. Stimmt, du hast den Käse vergessen, Stevie. Bisschen Konzentration, ja? Das werde ich ja wohl mal erwarten können. Ich bin immer sehr, sehr beeindruckt davon, wenn Leute es schaffen, daherzugehen und, was weiß ich, Fortnite zu... irgendwelche Dark Souls Runs zu machen. No-Hit Fortnite Runs. Make it happen, Alter. Irgendwelche No-Hits Dark Souls Runs zu machen und dann nebenbei noch ein kleines bisschen, was die dann alles noch spielen. Also ich finde das extrem bemerkenswert. Das müssen so fürchterlich talentierte Menschen sein. Das ist echt unglaublich. Also da muss ich dann noch ein bisschen aufholen. Welche Tippfehler? Wo war ein Tippfehler? Sturms oder was? Nein. Danke euch. Pipeland 0,62%. Heute haben wir aber auch hier die schweren Level hintereinander raus. Du liebe Zeit. Wudong 2 ist der Rekordhalter mit was für Sekunden? Mit den Donkey Kong Bongo. Es gibt viele Leute, die das machen, Gameheld. Weil ich gerade mehr bezahlt bekommt, der Käse auch noch nachgeschossen. Punkt, Punkt, mit einem leckeren Bierchen. Inky Cheeses, 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 O3T. Das hat aber nicht so ganz funktioniert jetzt, oder?
Stevie, danke dir für noch mehr 100 Bitties. Dankeschön, sehr lieb von dir. Hashtag Hüppe für Speedy. Stevie, nicht Speedy. Danke dir, sehr lieb von dir. Aber auch den Käse nehmen wir natürlich auch. Das Krasseste, was ich gesehen habe, war mal, ich glaube, es war sogar eine Dame, die dahergegangen ist. Sogar eine Dame. Ich glaube, das war eine Dame, die damals Dark Souls gespielt hat auf einem Just Dance Pad. Also das gibt's tatsächlich. Die Leute scherzen da manchmal drüber, aber es gibt tatsächlich Menschen, die das scheinbar können. Keine Ahnung. Das ist übel, übel. Guitar Hero Controller gibt's mittlerweile auch, oder? Also Leute, die da auf Dark Souls spielen. Ich meine, also mit Challenge Runs meine ich, wenn ich sowas sage, meine ich mehr so No-Hit-Runs und solche Sachen. Also für mich dann erstmal einen No-Death-Run oder sowas in die Richtung. Das wäre für mich dann erstmal der erste Schritt. Sowas, also irgendwie hier diese ganzen Controller-Sachen, die finde ich persönlich ein bisschen albern. Für mich selbst. Zugucken, ja. Spielen, lass es mal die anderen machen. Ja, toi, 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 Ivory. Möge die Moral mit dir sein. Stelle ich mir manchmal sehr, sehr schwer vor. Deswegen, ich bin so auf die Fresse gefallen. Du wolltest erst statt ist schreiben. Mir gar nicht aufgefallen. Okay. Aha! Yes! Aber die Umstellung im Hirn, daherzugehen und zu sagen, okay, das, was normalerweise auf, ich sage jetzt mal einfach, der B-Taste ist, oder auf dem PS4-Controller, auf der X-Taste, was auch immer, das umzudenken auf, ich schlage irgendwo auf eine Bongo, ich glaube, das wäre für mich ohne weiteres überhaupt nicht möglich. Auf der anderen Seite, was ich natürlich auch nicht vergessen darf, die Leute, die solche Challenges machen, die machen das natürlich auch wirklich Wochen, Monate, teils jahrelang, bis es denn dann irgendwann mal funktioniert hat. Also, das ist, ich finde es immer lustig, wenn ich irgendwie einen Stream gucke von einem freundlichen Herrn, der irgendwelche No-Hit Soul Level 1 Dark Souls Runs macht und dann irgendwer in den Stream kommt und sagt, meine Fresse, du bist aber besser als ich. Ja, der macht sein Leben lang nichts anderes, sein Job. Ich finde es immer, also irgendwie den Gedanken dahinter, sich so ein bisschen zu vergleichen mit den Leuten, die man halt so sehr bewundert, der ist natürlich nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite ist es natürlich komplett der falsche Ansatz. Komplett der falsche Ansatz. Wie soll das funktionieren? Ich wäre auch gern so eine geile Sau, die sowas kann, aber da haben die erstmal noch 6 Jahre Vorsprung und die werde ich wahrscheinlich auch nie aufholen. Jetzt zweimal. Er war schneller als ich. Das ist gut gezutz. Was ist denn gezutz? Samu verwirrt mich. Na gut, kommt aus Bayern, da ist Oberst ein Brotaufstrich. Wahrscheinlich ist Gesutz auch ein Brotaufstrich. Ich spekuliere jetzt einfach darauf, dass das ein Brotaufstrich ist. Was soll ich anderes tun? Ich bin sonst aufgeschmissen. Scheiße. Wie komme ich denn darüber? Moment, hä? Wie komme ich darüber? Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Ja, stimmt, dafür haben wir immerhin furzende Säue. Das muss reichen. Damit müssen wir zufrieden sein. Sonst wäre es ja auch irgendwann zu viel, das ist gut. Das, weißt du, die Mario Maker Community, die kriegt ja irgendwann auch einen Höhenflug. Muss auch vorsichtig mit sein. Okay. Nein! Oh. Nee, nee! Das war viel zu tief. Shit. Oh, das zu teilen wird aber spaßig jetzt. Also da, Das wird großes, großes Tennis. Okay. Also ich meine, guck dir mal
Also ich spiele jetzt seit im Prinzip anderthalb Jahren größtenteils Super Mario, ja. Guck mal, wo ich bin, im Gegensatz zu Leuten, die es wirklich seit 5, 6 Jahren machen. Ja, dann überlegen wir uns mal, wo wir ansetzen würden im Vergleich zu den Leuten, die jetzt No-Hit-Runs, Soul-Level-1-Kram machen in Dark Souls. Also ich meine, da kann man hinkommen, aber das dauert verdammt viel Zeit. Vor allem, was man auch nicht vergessen darf, die Leute machen das hauptberuflich. Das ist dann nochmal was anderes, wenn du dir dann am Wochenende ein paar Stunden Zeit dafür nimmst. Kesko, wunderschönen guten Abend. Hi. Kurz Anwält aus, genau. Wir hauen einen raus. Ein magisches Level, an dem ich scheitere heute nacheinander. Ich hab schon 2 Level abgebrochen. Was sagst du dazu, Kesko? Wie ist die Lage? Ich schließe mal aus der Begrüßung, dass sie nicht allzu gut ist. Wir drücken die Daumen auf baldige Besserung. Okay. Ah, Scheidenfark. Beschäftigt. Ja, die bunten Ohren sind fantastisch. Nicht so groß. Yes! Fortgemerkt, das war der Sprung. Das ist er. Aber es geht noch weiter. Scheiße. Ich hab Angst vor dem Rest. Ich wusste es. Wenn ich die Möglichkeit habe, am letzten Sprung vor dem Ende zu scheitern, dann scheitere ich am letzten Sprung vor dem Ende. Obligatorisch. Ich habe eine Verpflichtung. Mir gegenüber, euch gegenüber, Mario Maker gegenüber, Nintendo gegenüber, dem Levelmacher gegenüber, allen gegenüber, Frauen gegenüber. Augen erwartet das auch. Knapp. Jetzt, pass auf. Diese verfickte Röhre da, du Penis. Ja, ich meine, gut, wenn sie nicht da wäre, könnte ich einfach nach rechts rüberspringen, aber das ist egal. Lass mich. Ich will erst Mimimi und dann drüber nachdenken. Ja. Von mir aus. Ich lieber ein Centaurus sein oder eine Meerjungfrau. Also eine männliche Meerjungfrau in meinem Fall. Ein Meerjungmann. Ich überlege auch, was hätte ich davon, wenn ich jetzt Meerjungmann wäre. Also ich meine, ich kann schwimmen und unter Wasser atmen, den ganzen Scheiß, aber. Also wenn ich jetzt so ein Minotaurus. Nee, was? Centaurus? Ja, dann wäre ich ja kräftig und stark und. Mörb. Wäre das nicht eigentlich viel cooler? Also ich glaube, ich wäre lieber ein Centaurus. Kann die auch nicht sprechen? Kann eine Meerjungfrau sprechen? Ah, fuck! Ich bin grundsätzlich jetzt nicht so der Wassertyp. Also, ich war früher in der Schule, war der Schwimmunterricht immer das Schlimmste für mich. Im Schwimmbad war ich seit 25 Jahren nie mehr. Also Wasser so zum Baden gehen reizt mich nicht so. Irgendwie zum Bootfahren und so weiter und so. Für Urlaub richtig cool, aber also ich bin jetzt nicht der Typ, der planschen geht. Deswegen, allein deswegen. Ich meine, aber für jemanden, der sich da hingezogen fühlt, das ist sicherlich cool. Ich meine, es wäre natürlich auch cool, die Weltmeere zu erforschen. Ne? Als Centaurus könnte ich das nicht. Als Centaurus könnte ich nur ein bisschen Tamtam und Brrrr machen. Hat natürlich schon so seine Vorzüge, ne? Der Raum nervt mich so dermaßen. Ich bin vom Typ Boden, ja, definitiv. Hippogreif. Ja, stimmt. Irgendwas, was fliegen. Ja, aber ich meine, gut, das wäre dann ja. Wenn es jetzt irgendwas, was fliegen wäre, wäre es einfach wahrscheinlich gerade jetzt auch die Frage gerade ausstellen können: willst du überfliegen oder. Oder unter Wasser atmen können. Das ist ja. Ich weiß gar nicht genau, was ist denn ein Centaurus? Das ist irgendwie Stier, halb Stier und halb Mann? Es geht ja auch irgendwie mit Pferden und was der Geier was an. Ich bin maßlos überfordert.
Pferd mit Mensch Oberhälfte. Also so. Also nur Pferd. Ich dachte, ich bin ein Stier. Aber das ist ein Centaurus dann, oder was? Nee, Minotaurus. Minotaurus ist dann das mit. Ist dann das mit Stier, oder was? Na gut, wenn ich nur ein Pferd bin, da kann ich ja doch nicht machen. Vielleicht dann doch eher die Meerjungfrau. Dann könnte ich zumindest die Weltmeere erforschen. Aber Moment, aber Meerjungfrauen sind doch auch, die können doch auch nicht an Land gehen, oder? Die sterben die dann nicht oder so? Oder ist das nicht alles irgendwie ganz schrecklich? Und sind die auch irgendwie verflucht, wenn die sie irgendwie verlieben oder so ein Scheiß? Dann würde ich ja Frauken direkt, mit ins Unheil reinziehen. Das wäre ja irgendwie auch doof. Also für Frauken jetzt. Genau, wenn ich Centaurus wäre, dann könnte Frauken auf mir reiten. Das war ein richtiger Zeitpunkt, um ein paar Sekunden zu schweigen. Ich weiß schon, wie komödiantisches Timing funktioniert. Ich bin ja eingetragener Comedian. Yes. Schade, wunderschönen guten Abend, wie ist die Lage? Oder ist Bart? Nee, an meinem Geburtstag war Weltbartträgertag. Weißt du, ich glaube einfach nicht an Zufälle. Du wolltest sagen, Kes? danke euch. Ja, weil scheiß Timing. Retro-Heat-Haste. Ja, von mir. Ey, das kann kein Zufall sein. Also wenn ich am Tag des Bartträgers Geburtstag hatte, ist das kein Zufall. Das ist Schicksal. Weil ich bin, also ganz ehrlich, also so wirklich an Zufälle glauben tue ich eh nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, dass viel, viel weniger Sachen Zufall sind, als die Leute sich eingestehen wollen. Weil es ist relativ einfach zu sagen, ja, ist Zufall. Also die Leute wollen, die Menschen, so ein Mensch möchte ja, immer Dinge verstehen. Und wenn ein Mensch Dinge nicht versteht, dann sucht er sich irgendeine Möglichkeit, sie relativ einfach verständlich zu machen. Und da dann hinterher zu sagen, ja, ist Zufall, ist natürlich relativ einfach, ne? Bufflin, Blistering Beware by You. Okay, wenn du, worüber du sagst. Definitiv alles Schicksal, ja. Wenn eine Tür zufällt, ist es dann auch ein Zufall? Nee, wahrscheinlich meist ein Windstoß. Danke euch. Was mit der Tastatur? Ach, wegen Schicksal, oder? Ich habe ein Talent darin, Tippfehler zu überlesen, Kesko, macht dir nichts aus. Ich lese sowieso nie was falsch. Korrigiert Tippfehler in meinem Kopf automatisch. Falls es dich beruhigt. Ach stimmt, wir haben ja. Was hat denn ein. Was sagt denn so ein Philosophiestudent zum Thema Schicksal? Erzähl mir das doch mal. Was hast du denn dazu zu sagen, Ivorel? Erzähl doch mal. Da sind wir doch an der Quelle. Ivorel, jetzt! Was ist. Das ist der Moment, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Was ist denn ein Tisch, Ivorel? Erzähl mir das doch mal bitte. Hahaha, das ist die Rache für all die Jahre, die mich mein Philosophielehrer getriezt hat. Also, es waren anderthalb, aber das waren all die Jahre. So, das ist jetzt der Moment, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Jetzt erklärt mir ein Philosophiestudent, was ein Tisch ist. Wenn ihr Augenlid im... Kennt ihr das, wenn ihr ein bisschen Augenlid im Auge habt? Uiui. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Aber es klingt interessant. Easy, denke ich, für die 10 Bitties. Wir drücken die Daumen. Ja, ich meine, so viele Level, wie du baust, also da mal einmal eine kleine kreative Blockade zu haben, ist ja nichts Schlimmes. Das wird schon. Trink ein Bier. Korrigiere, trink einen Schnaps. Bier trinkst du wahrscheinlich gerade. Da wäre jetzt mein Input nicht sonderlich groß. Okay. Ich habe Angst. Ich verstehe nicht mehr, was passiert. Ich bin raus. Nein, doch! Ah,
Ha-hu-hi-ha-he, bitch. Flobt ihn fort. Danke euch. Was für ein Rage-Quit? Ich hab nie gerage-quittet. Jetzt mal so unter uns. War das jetzt gerade das Unglaubwürdigste, was ich jemals gesagt habe? In 4,5 Jahren ist es das Unglaubwürdigste gewesen, was ich jemals gesagt habe. Persimmon Slow. Just some good old bouncing on platforms. Okay, nicht leichter als das. Brevto. Ach, der mutige, verfickte Toast. Pflück. Verwechsel mit Pflück. Der Tischrage. Ist das nicht sogar in einem Highlight-Video irgendwie drin? Heilige verfickte Scheiße. Was ist das dann? Was ist denn der Weltrekord im Scheißladen? Möchte ich das vielleicht vorher gucken irgendwie? 57 Sekunden. Schlechte Antwort. Fuck. Ach stimmt, Psychologie. Du hast vollkommen recht. Du hast tatsächlich Psychologie studiert. Oder studierst Psychologie. Ja, ich erinnere mich. Ein Tisch ist ein Abbild der platonischen... Ach, du verfickte Scheiße. Ein Tisch ist ein Abbild der platonischen Körper, wie ein Schattenabbild unserer Welt ist. Alles, was wir sehen, Tische eingeschlossen, ist nur eine Interpretation einer unzugänglichen, objektiven Realität. So Platon, Schüler des Sokrates. Danke. Flashbacks. Flashbacks zu früher. Jetzt muss ich sogar aufstoßen vor lauter Freude. Na, fuck. Läuft. Hast du das jetzt so zufällig im Kopf gehabt, Ivorell, oder lernt ihr da auch halt unter anderem Philosophie? Schokobonlikör, sehr gerne. Schokobonlikör würde ich jetzt auch nehmen. Woran bin ich jetzt gestorben? Was soll das denn? Käsekuchenlikör und Cookie, also Cookie-Likör und Cookie-Eis mag ich nicht so gerne, aber Schokobonlikör und Käsekuchen natürlich sowieso. Nehme ich alles. Was? Was für ein Likör, wer mehr kann? Ach so, nee. Ja, wir haben Baileys im Haus. Stimmt, wir haben auch noch drei Klopfer von Easy, ne? In der Tat. Tisch und Platte mit vier Beinen, sagst du was anderes, bin ich Schizof. Genau, so. Moment, das heißt, wenn ich jetzt... Wir müssen einfach nur dahergehen und Philosophielehrer in einen Raum bringen mit einem Psychologielehrer. Dann... Dann betteln die und beefen die sich so lange an. Der Scheiße, der Krieg ist auch doof. Naja, wir lassen das lieber sein. Heute gab's Ofenschnitzel, klingt gut. Was gab's als Beilage? Habt ihr selbst gemacht oder mit Tütchen? Fuck. Hoffe, das hat geklappt. Achso, war das der Philosophie-Clip? Sehr gut. Was? Normalerweise was? Kleines Vorschaubild? Da ist doch ein Vorschaubild. Also ich habe ein Vorschaubild. Professor Dr. Krutzenstein. Pommes-ähnliche Dinger. Was sind denn Pommes-ähnliche Dinger? Hast du versucht, selbst Pommes zu machen und deswegen waren es Pommes-ähnliche Dinger? Oder was war? Vielleicht waren es Kroketten. Oder Twister. Aber bei Twister aus dem Ofen habe ich die Erfahrung gemacht, sind nicht so der Knaller. Vielleicht hatten wir sie auch nur zu kurz im Ofen oder was? Aber die waren nicht so cool. Klar. Du liebst Philosophie. Ich glaube, Ivorel, ich verbinde dich wahrscheinlich sogar mit Philosophie und ich kann dir auch sagen, warum. Ich glaube nämlich, dass dein Mii so ähnlich aussieht wie mein alter Philosophielehrer. Fun Fact. Bratapfellikör, da würde Frauken wahrscheinlich drin baden, wenn sie könnte. Klebt noch ein bisschen, ja, wahrscheinlich. Haben wir den Nusslikör noch? Hauptsache was aus Kartoffeln, ja. Es war wahrscheinlich Bratkartoffeln. Was, wir haben den noch? Klar. Der wird vielseitig interpretiert. Wieso, was denn noch?
Philosophiestudium wirst du entweder Lehrer für Philosophie oder arbeitslos. Ja. Stimmt, was kann man damit machen? Also jetzt mal, also theoretisch. Was ist in der Theorie drin, wenn du einen Job, wenn du Philosophie studiert hast? Vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwo Redakteur oder sowas. Dankeschön, ich habe einen Nusslikör bekommen. Warum gesagt, wir haben irgendwann aufgehört, den zu trinken. Ist jetzt nicht so, als würde ich die ganze Zeit durch die Gänge und saufen, du Scherzkeks. Wir haben zwischendurch immer mal ein Pinchen davon getrunken oder du hast mir zwischendurch immer mal ein Pinchen im Stream angeschüttet. Ich glaube, es war eher so rum. Yoki, hey, schönen guten Abend. Danke dir für die 5 Wittis. Wie ist die Lage? Wie geht's dir? Fuck, ich bin so langsam, Alter. Die liebe Ivo. Ja, ich meine, gut. Ja, ich meine, ja. Also, der sieht bestimmt jünger aus als du. Als du es eigentlich. Ich sollte vielleicht, das ist so ein Moment, ich weiß, ich merke gerade, ich sollte einfach die Fresse halten. Es ist egal, was ich jetzt sage, es ist egal, wie das Gespräch weitergeht, ich habe sowieso verloren. Es ist wieder einer dieser Momente. Es ist, Ja, ich will. Wie es weitermacht, bläst Ivo Regner auch zur Attacke. Fabrizio, danke für die 50 Bittis. Dankeschön. Hä? Was war? Okay. Das gucken wir uns am besten nochmal in Ruhe an, würde ich sagen. Nochmal drüber nachdenken, was da gerade so passiert. Wir können ja mal reflektieren über das, was da gerade passiert. Oh, ah. Der Spruch ist Arsch. Lange Haare und kein Bart. Geh mal frei zu interpretieren. Mädchen, Nerd und Philosoph. Passt. Ja, aber ernsthaft, der Mii sieht tatsächlich aus wie ein Philosoph. Keine Ahnung warum. Ich kann dir nicht sagen, warum der aussieht wie ein Philosoph, aber irgendwie sieht er aus wie ein Philosoph. Kein Scheiß. Der feine Herr Ivorel Mibo, der Mii. So ungefähr. Kniezy, danke für die Partys. Ja, Kniezy, der Film gestern, den gefallen. War die Hitbox scheiße? Weiß mich auf sowas doch nicht hin, Mensch. Das ist doch, Will ich das wissen? Dann nur wieder. Ach, komm schon, meine Fresse, der Sprung ist so ein Arschloch, ne? Was von allen drei was? Wir wollen es dir glauben, Ivore. Müssen wir ja. Knosel. Das ist, wenn du sauer bist, bist du ein Knosel. Hawk ist Gott sei Dank relativ selten sauer. Außer wenn sie von der Arbeit kommen. Yes. Fabrizio, danke dir fürs Subgift nochmal. 9 auf dem Kanal und natürlich Ivorel. Verdientermaßen willkommen zurück in der Familie. Hashtag Kesko, nicht Ivorel, Entschuldigung. Einer von den beiden Grünen, sorry. Kesko, willkommen zurück in der Familie. Danke dir, Fabrizio, und natürlich Hashtag Hüppel für euch beide. Auch wenn wir im Moment keinen Hüppel-Emote haben, so hüppeln wir trotzdem im Kreis umher und sagen Dankeschön. Läuft. Wie viel Spaß mit den im Moment etwas eingeschränkten Emotes, aber... Wir werden hoffentlich bald nicht mehr ausstehend sein, was die Emotes angeht. Make it happen, Twitch. Scheit! Die ist Ivo auch. Sollen wir dich Ivo nennen? Ein Spiel, das nach dir benannt ist, wenn wir das tun.
sicher, dass du... Okay, dass du bereit bist, diese Bürde zu tragen. Aus irgendeinem Grund ist es sehr viel einfacher. Aha! Den einen Sprung dazu machen. Yes! Den einen Sprung dazu machen, hoch auf den Kram. Fuck, in einem Move, anstatt. Ich bin ja vorher immer auf das seitliche Sprungbrett da gesprungen und dann rüber. Das war aus irgendeinem Grund so einfacher. Gut, mal sie aus Timinggründen nehme. Das weiß ich schon. Okay, cool! Flopt ihn fort. Gutes Level, macht Spaß. Me like. Jetzt nicht mehr. Noch kein Rave-Fanart? Ja, jetzt aber zackig. Wie wär's denn mit einem Krutz-Meme am Samstag, das Ray beinhaltet? Es würde zumindest schon mal in die Richtung gehen. Wir versuchen gerade Gutes mit Guten zu verbinden, merkst du? Und ich Jojo? Aber bist du sicher, dass du mir sagen willst, wie ich dich nicht nennen soll? Ivorel, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Nein, das werden wir dann natürlich nicht. Ich kann an Casey und Jojo denken. Was? Echt? Die nennen dich Danny? Wer nennt dich denn so? Ach so. Yes, Alter! Blind! First try, Alter. Was war das denn? Krutz war in the zone, Alter. Krutz war in the zone. Danke euch. Stimmt, du weißt, wie ich drauf bin. Ja. Ivorel weiß sehr wahrscheinlich mehr über mich als ich selbst. Danke euch. Du bist 1,90? Von allen zukünftigen Familientreffen ausgeladen. Keiner darf größer sein als ich. Außer Yoshi. Stimmt, ja, Schnuffel auch. Ja, du darfst doch kommen, ist okay. Ja, du bist doch noch nicht volljährig, oder Schau? Du hast ja sogar noch Zeit zu wachsen. Was machst du denn? Fuck, okay. Das GG hab ich. Ausnahmsweise mal verdient. So. Tisch. Erst nochmal da links, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn wir tatsächlich Küchenschaben hätten, die 2 Meter groß sind, aber dann fiel mir ein, nein. Das lassen wir lieber schön ein Fall für Fallout bleiben. Wir hatten zuletzt schon viele Probleme mit großen Spinnen in diesem Haushalt. Eine 2 Meter große, also eine echte Todesschabe, also nicht Todesschabe, sondern Küchenschabe. Nee, sorry. Hotel Krutz ist gerade ausgebucht. Das wäre schon übel. Ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir kein Foto von der Spinne gemacht haben, ehrlich gesagt. Das hätte ich rückblickend gerne irgendwie irgendwo dokumentiert. Weil die konnte schon was. Also Frau sagte erst, sie ist so rot wie eine Tarantel, was dann übertrieben ist. Also so groß war sie nicht. Aber also das war auf jeden Fall mal die größte Spinne, die ich in den 34 Jahren meines Lebens gesehen habe. Also jetzt mal außerhalb von Zoos oder sowas. Ja, stimmt. Wir waren mal in Kölner Zoo im Terrarium oder im Aquarium. Und da haben die auch so quasi eine Abteilung für Insekten sozusagen. Das war's. Ernsthaft? Oh, nee. Ich wusste es. Da haben die auch eine Abteilung für Insekten. Und da hängen mal einfach irgendeine Spinne ist wohl mal aus ihrem Terrarium ausgebrochen und hing dann einfach unter der Decke. Kiri. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich gewöhne mir das Kiri jetzt auch einfach mal an. Ich hoffe, das ist okay. Der kostet für dich nicht. Für dich immer noch Akira.
Na, und wie ist die Lage? Eine Baby-Tarantel? Pass nur auf, dass sie keine Eier legt. Dann stehst du da und hast auf einmal echte Tarantel im Haus. 2000 Stück. Ich habe normalerweise nicht so das Problem mit Spinnen, aber dieses eine Foto von der einen Spinne da aus Australien, diese Tellergroße da, die dann dazu noch die komplette Ecke voller Spinnenbabys hat. Das können die Australier dann doch für sich behalten. Also das muss ich jetzt nicht da oben in die Ecke haben. Das ist okay. Ich komme ohne aus, sagen wir mal so. machen wir es mal diplomatisch. Also, ja, nee. Danke euch. Eine Spinne, eine Schlange, ehrlich. Das kann ich mir vorstellen. Was ist denn ein Fun-Level? Sollen nicht alle Level Fun sein? Megatifid? Frogger is a Arcade Game. Who's real Frogger? Wir spielen mal Frogger. Spinnen sind unheimlich. Ja, die sind zumindest. Mich würde mal interessieren, wo das herkommt. Also normalerweise, wenn wir so als Menschen vor irgendwas Angst haben, das haben ja nochmal sehr, sehr viele Menschen Angst vor Spinnen. Normalerweise hat es dann ja tatsächlich irgendwelche evolutionären Hintergründe und solche Sachen. Das würde mich mal interessieren, wo das herkommt. Das war's. Ja, wer ist die geile Saudi? First Try, ey. Gutes Level, oder? Coole Idee. Danke euch. Bin fort. Das sind mir meist ein bisschen zu schwer. Das haben wir schon probiert. Das ist mir auch zu schwer. Das Level habe ich nämlich heute auch gesehen. Das werden wir nicht tun. Sorry. Kindheitstrauma? Aber das müsste ja bedeuten, dass jeder Mensch dieses Kindheitstrauma haben müsste, Daniel. Es ist also bei einzelnen Personen ja, sicherlich. Aber es gibt so viele Menschen, die ohne jemals wirklich einen körperlichen Kontakt zu Spinnen gehabt zu haben, es gibt so viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben. Es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Genau wie Katzen mit Schlangengurken, weil die einfach denken, dass das keine Gurken sind, sondern Schlangen. Es muss ja irgendwas, muss da ja hinter stecken, oder? Würde ich denken. Kann ich das noch retten? Was sind denn Fliegeviechern? Meinst du Schneider, oder was? Unmenschliches ist man. Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen das Unmenschliche, ja. Das haben wir ja gerade schon, dass Menschen grundsätzlich dazu neigen, Sachen verstehen zu müssen und verstehen zu wollen, und wenn man dann mal irgendwas nicht versteht, dann hat man Angst davor, ja, vielleicht. Möglich. Das Level irgendwie, oder? Viele Beine, viele Augen. Stimmt. Da habe ich Spinnen. Ich sehe Spinnen gar nicht so, keine Ahnung. Irgendwo verstehe ich, wenn man Angst vor Spinnen hat. Vor allem bei größeren. Also, was ich wirklich albern finde, sorry, falls ich damit jetzt irgendwen treffe oder so. Was ich wirklich richtig albern finde. Manche Menschen haben dann auf einmal panische Angst vor Spinnen, die so Stecknadelkopf groß sind oder so. Also, das geht mir dann schon ein bisschen zu weit. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass, wenn du einmal hustest, sind die tot. Nicht, dass ich dazu aufrufe, die Dinger umzubringen, weil die helfen ja nun mal tatsächlich auch, aber, also... Memory Quiz? Scheiße. Was, Angst vor... Willst du von den Stecknadeldingern da? Die siehst du da gar nicht. Martin, schönen guten Abend, wie ist die Lage? Ich finde die manchmal, also diese ganz kleinen finde ich sogar ehrlich gesagt recht niedlich, wenn ich ehrlich sein soll. Achso, Moment. Muss ich mir das jetzt merken oder was? Wir spielen ja gerade einen Memory-Test. Oder brauche ich Kommentare? Nein! Ice Square signifies which enemy you want to remember. Okay, also wir möchten. Was, drei davon jetzt? Muss ich jetzt zählen oder was? Drei? Das waren drei. Okay, cool. Könnte ich die ja wieder ausmachen? Klar. Okay, das sind, vier. Cool. Das sind
3. Und ich wusste, dass das mit Memory zu tun hat, aber okay. Checkpoint. Ja, den habe ich verdient. Und im Blauen sind das 4. Lobt. Danke fürs Horsten, Martin. War gerade schwerer für mich zu erkennen, was davon 4 sind, als die 4 erstmal zu zählen. das sind 2. Ich finde die Farbschemata finde ich fantastisch. Dadurch, dass der macht dir einfach irgendeinen vollen Raum irgendwie und du musst willkürlich Sachen zählen. Sondern das Problem ist, dass du das nicht zählen kannst, weil zum Beispiel das alles grün ist und der dahinter ist. Moment! Ich zähle jetzt beides, ne? Moment, aber zählt jetzt die Flügel, der Flügel-Cooper da jetzt auch zu? Ja, nicht, ne? Also ich habe einen Cooper und 4 Sprungbretter, oder nicht? Ja, okay, 2 Cooper und 4 Sprungbretter, okay, von mir aus. Dann ist es das hier, okay. Okay, jetzt wird's dann scheiße. Also wir haben 2 von den Maulwürfen. Einen Block und 2 davon. 2 Maulwürfe, 1 Block und 2 Wiggler. Das ist das hier. Läuft. Hiro, wunderschön genannt. Wie geht's dir? Was macht die Kunst? Was macht die Arbeit? The Final. It's the final count. Countdown. 4 Münzen. Goombrats haben wir 2. Und Monty Moles haben wir 1. 4 Münzen, 2. Jetzt muss man aber länger als einen Raum merken. Ich habe schon wieder vergessen, was war. 4 Münzen. Hier kann ja nur das sein. Wie ich das Abi hingekriegt habe, ich habe keine gottverdammte Ahnung, Alter. Nix mit. Ach ja, stimmt, du hast Urlaub. Ja, läuft. Ja, wurde auch mal Zeit, oder? Okay, was haben wir jetzt? Wir haben 2 Monty Moles, 2 von den Arschkampen und einen Block, okay. Kneesi, danke dir. Das war das, ne? Ich habe es gar nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Okay, the final test now. Sind tatsächlich 5 Münzen. Gut, nicht jeder kann so gut zählen wie ich. Es war ein Raum dazwischen, hallo. Wie soll ich mir das alles merken? Ja. Yes. Cool. Wie fühlt sich Urlaub an? Aha. Weiß ich auch nicht. Kann meine NES-Konsole eigentlich SA-1-ROMs abspielen? Keine Ahnung, ich glaube schon. Weißt du, ob ein Super NT das kann, Hiro? Falls ja, ja. Ich kann es aber gerne testen. Hast du irgendein Spiel im Kopf, womit man das testen kann? Don't let the fire scare you. Okay. Das kann man natürlich. Danke euch für die GGs. Ich meine, es gab mal ein Update. Aber müsste ich testen. Hast du irgendein Spiel zufällig geradeaus im Kopf, womit man das testen kann? Hashtag Disco-Effekt. Kann ich gleich gerne nachgucken. Oder sind das immer nur ROM-Hacks? Shit. I am the God of Empire. And I bring you my murder. Hab ich gemacht? Ein Meme? So, ja, ich glaube, den Witz hat bis heute keiner verstanden. Das war im Grunde genommen in... Oh, fuck, The Forest. Und da habe ich einen Witz gemacht. I am the God of Hellfire and I bring you Meyer. Und weil ich dann statt Fire Meyer gesagt habe, habe ich dann danach Sepp Meyer da reingemacht. Das hat, glaube ich, keiner verstanden. Kevin, hey, grüß dich, wie geht's dir? Frauen sagt sie schon, aber ich habe sie auch erklärt. Toll, super, hervorragend. Wie ist die Lage, Kevin? Erzähl. Gibt's was Neues? Alles wieder besser? Scheißspiel. Muss ein guter Witz gewesen. Ja, war es auch.
Ich glaube, das war dasselbe Video mit dem John Cena-Meme. Was zur Hölle, Mann? Es wäre schön, wenn ich irgendwas sehen könnte, du freundlicher Mann. Das triggert mich an dem Level mehr als alles andere. Ich sehe nichts. Alles ist voll, alles sind komische Effekte, überall ist Feuer und Gedöns. Kein Mensch, Kinder merken, wenn ihr Level macht, kein Gedöns. Lasst Gedöns, warum ist die verfickte Sonne da? Geh. Sommer ist vorbei, du kannst nächstes Jahr wiederkommen. Bist du sowieso, ohne zu fragen. Hashtag Gedöns. Ich bin mir nie so ganz sicher, da müssen wir vielleicht Easy fragen, aber ich weiß nicht, ob Easy gerade noch zuhört. Ob Gedöns mit H oder ohne H geschrieben wird. Bitte? Morgen sagt direkt ohne. Entschuldigung, ich bin ja nicht so gebildet wie du. Ein bisschen toleranter werden hier. Das wird Schrott. Ja, da, also ganz ehrlich, damit ist es zumindest mal erstmal aus deiner Verantwortung raus, Kevin. Und das ist mindestens genauso wichtig. Weil das ist nichts, was sich ein normaler Mensch privat aufbürden sollte. Also, sei froh, dass du davon erstmal, so schwer das sicherlich fällt, aber sei froh, dass du da erstmal die Verantwortung los bist, dass sich andere Leute drum kümmern, die wissen, was sie zu tun haben. Fuck. Wird ohne H geschrieben? Dann ist es jetzt beschlossen. Alle sagen ohne H, ja, ist ja gut. Oh, dann mache ich jetzt halt weiterhin schlechte Witze in verfickten Forest-Videos. Ey, ist mir doch egal. Kann ich eh am besten. Diese ganzen so sehr, ohne Scheiß. Ich hasse dich so sehr. Viel Zocken, viel Ablenkung ist ein guter Plan. Fuck. Ich könnte dir Mario mich wärmstens ans Herz legen, aber ich glaube, dann wird es dir nicht besser gehen. Was, bitte? Auch das noch. Ich rechne in der Annahme, dass das nicht richtig ist, was ich tue. Wollen wir mal davon ausgehen, dass irgendwas nie ganz stimmt? Okay. Ja, aber. Ich soll an der Stelle warten. In einem 20 Sekunden Speedrun soll ich mich hinstellen und warten. Sag mal, hast du gesoffen? Hast du an meinem Nusslikör genuckelt oder an anderen Sachen mit Nüssen in meiner Hose? Manche Sachen sollte ich nicht aussprechen, oder? Manchmal. Mir fiel das dann beim Sprechen auch auf, aber das ist auch egal. Die Leute erwarten davon. Du erschreckst dich dann immer? Hast du erschreckst dich vor dem, was ich sage in Streams? Was? Ernsthaft? Bei der ganzen Kacke, die ich jeden Tag von mir gebe, gibt es noch Sachen, die dich erschrecken? Was zur Hölle, Alter? Ja, genau. Ich kann Frauken immer noch überraschen, all den ganzen Jahren. Fantastisch. Frauken freut das sicherlich sehr. Ja, guck mal. Da lacht selbst das Level. Da lacht die Fresse. Was war das denn jetzt für ein Chaos? Welches Monster Hunter hast du, Kevin? Das neue, da, World, oder wie das heißt? Das mit dem tollen neuen DLC, wovon auf einmal alle gesprochen haben. Danke euch. Jetzt will ich einen Nussbli haben, lass mich. Ich hab keinen Nussbli im Haus. Hot, hot, hurry. 30%, nein. Icicle Speedrun, nein. The Safe Hold Bounce. Control your bounce, 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 bounce. Ja, bei der Levelbeschreibung, sorry, habe ich leider keine andere Wahl. Ich weiß, sorry, falls das irgendwen enttäuscht. Wie nope. Ja, was denn dann? Ich kenne keinen anderen. Sag mal, ich dachte, ich soll bounce, bounce, bounce. Wie das Lied von System of a Down. Down, pogo, 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 up, pogo, 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 down, pogo, 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 up, pogo, 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 jump, pogo, up, pogo, down. Was ist das für ein Scheiß? Ich möchte hier raus. Ich laufe auf Eis. Ganz schön scheiße, Klaus. Ach, jetzt geht's. Ach, soll ich Anlauf nehmen? Sag mal, ey, was soll ich als nächstes machen, Alter? Irgendwie arbeiten oder so? Ach, fick dich doch. Wir hatten letztens Kokosnuss im Haus.
Das war absolut großartig. Ich hätte mich damit beinahe im Prinzip umgebracht. Und wir mussten es dann am Ende sogar wegwerfen, weil die ist schneller geschimmelt, als ich irgendwie Schimmel sagen kann. Und war toll. Und die Nachbarn waren auch wach. Also, Kinder, Kokosnüsse. Kauf bitte mehr Kokosnüsse. Stimmt, und eine riesengroße Glasschüssel ist nebenbei auch noch kaputt gegangen. Also, weil die Arschkrampen ja, also eine Kokosnuss machst du ja nicht einfach mal so auf. Ich glaube, in dem Moment, also Frauken hat mich wirklich abgrundtief gehasst. Während ich das getan habe, ist dann ja, wie gesagt, diese Glasschüssel runtergefallen und die Glasschüssel sind in Millionen Scherben zersplittert in der Küche. Und anstatt irgendwas dagegen zu tun, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe weiter in Ruhe auf meiner Kokosnuss rumgehämmert. Es war schön. Also Frauken war zufrieden. Ja, stimmt. Zwischendurch habe ich dann noch gemerkt, dass ich eine Scherbe im Gesicht habe. Und habe gesagt, oh Moment, ich habe eine Scherbe im Gesicht. Also Frauken hat, glaube ich, wirklich in dem Moment gedacht, ich wäre Psychopath. Ich bin ein Fall für Ivorell, hol den raus. Ja, das wird kein Sinn mehr. Es war ein schönes Sein. Fickte Kokosnuss bei 80 Grad. Lobekrotz, Alter, sagt doch nicht so laut. Frauken guckt zu, Alter. Oh, es war ein toller Abend. Das war übrigens auch nach einem Stream, nur mal so am Rande. Es ist nicht so, als wäre nach dem Stream dann meine Schicht auf einmal beendet. Die Kokosnuss von der Quizbelohnung. Nein. Als wir die Kokosnuss von der Quizbelohnung hatten, Kevin, da hatten wir aus dem Fehler schon gelernt. Da haben wir eine abgepackte Kokosnuss gekauft. Also irgendwie, du kannst irgendwie Kokosnuss-Splitter kaufen irgendwie. Also nicht die Raspeln, sondern also wirklich im Prinzip eine. Wie soll das funktionieren? Eine kleingeschnittene oder in Stücke, eine saubere, also Kokosnussstücke halt einfach, keine komplette Kokosnuss. Da haben wir aus unserem Fehler schon gelernt. Gute Zeit. Das sind so Sachen, die sollst du dahergehen und das streamen, ohne Scheiß. Unbezahlbar. Ja, wir wollten sowieso, ich möchte sowieso gerne irgendwann mal so irgendwie Kochstreams machen oder so. Ist schade, dass wir das Equipment dafür noch nicht in der Küche hatten, sonst hätten wir es einfach aufnehmen können. Let's Kokosnuss live. Trotz 2019. Aber dann wäre auch kurz 1985 bis 2019, weil sehr viel länger hätte ich dann nicht ausgehalten. Also das wäre irgendwann schief gegangen. Das Level sieht hübsch aus übrigens für so ein Kaiser-Level. Ne? Im Gesicht zersplittert. Das Einzige, was in meinem Gesicht zersplittert... Habe ich das Level schon mal gespielt oder bilde ich mir das ein? Das Einzige, was in meinem Gesicht zersplittert ist, war dann leider Gottes die Schüssel. Aber das muss auch reichen. Meinst du, ich hätte es anders gemacht? Wenn du Verantwortung tragen möchtest, Fabrizio, natürlich nicht. Ist ein wahrer Mann. Ja. Kloppt seine verfickte Kokos auch noch kaputt, wenn er eine halbe Schüssel im Gesicht hat. Also den Kratzer davon, den hast du tagelang noch in Streams gesehen. Der ist mittlerweile weg. Es war... so bescheuert. Ich habe da nie mal mehr ein Stück von gegessen. Aber Frauken hatte zumindest den Kokosnusssaft. Oder wie auch immer der Scheiß heißt. Den Fehler, mir eine Kokosnuss zu kaufen, wird Frauken nie wieder machen. Sie kam so stolz nach Hause. Guck mal, ich habe dir eine Kokosnuss gekauft. Du trinkst das doch gerne in deinem Wasser. Mhm. Danke. Little did she know. Boah. Fies. Der Schwung ist gemein. Die Schüssel war ein Schutz, ey. Ja, ich weiß ja nicht, also vielleicht den kalten Krieg jetzt habe ich vielleicht überlebt, oder? Das ist auch der einzige, glaube ich. Monty Maulwurf, halt alles. Das Traurigste ist, dass Kevin, wir hatten mal, ich glaube, da warst du nicht da, Kevin. Wir hatten mal ein Level, da war Monty Maulwurf einfach Shopkeeper wie in so einem RPG. Ich bin bis heute traurig, dass du da nicht da warst, weil das war der beste Monty Maulwurf, den wir jemals gesehen haben. Du wärst sehr, sehr stolz auf ihn gewesen. War absolut großartig. Er hat Dinge verkauft. In Flex Level. Und natürlich Hashtag Blitzecker. Da warst du da? Ja, läuft.
Gott, das war schon ziemlich geil, oder? Was mit Kinokan? Und wir hatten Köttel und Kreuz. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, also die Monty Moles sind schon vielerlei Memes auch geworden, oder? Also mehr als die meisten anderen Mario-Gegner oder Objekte. Ich meine, der Shopkeeper, Flitzekacke, Köttel und Kreuz. Der ist schon hardcore. Der Sprung ist ein ganz schönes Arschloch. Extra für dich nochmal gemacht. Zu Recht. Verdientermaßen. Tight. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt dann aber irgendwie schnell. Okay. Checkpoint. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber Checkpoint. Ich bin zufrieden. Ich verwirrte sehr, dass ich gleich scheinbar nochmal nach rechts muss. Was mit King Koopa? Ich finde es so cool, dass Bowser früher einfach King Koopa war. Jetzt ist er kein König mehr. Jetzt ist er einfach nur noch ein trauriger, tropfender Krokodilochse. Guter Mann. Ich habe übrigens für die Leute, die es interessiert, weil wir spielen ja in Roulette im Moment häufiger auch mal DKC 2. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, die verfickten Bananenmünzen zu farmen. Ich bin sehr, sehr, ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Also wir können dann jetzt quasi, wenn wir das nächste Mal spielen, im Roulette-Ström in 2 Wochen oder so. Was ist das für ein Scheißsprung? Können wir unendlich oft speichern. Ich bin jetzt schon stolz. Fernbedienung an Fauchenruhe. Ja, Katzen sind manchmal sonderbare Tiere. Stimmt, fucking Eggman. Wieso eigentlich, wo kommt der Name Eggman überhaupt her? Ist ja nicht so, als wäre Robotnik irgendwie ein Scheißname. Wieso heißt der auf einmal Eggman? Robotnik ist doch viel geiler. Mag den Sprung gar nicht. I'm a Rocket Man. Burning and his fumes up. Hello. Bowser ist im Japanischen immer noch King Koopa. Ja, die Japaner sind ja eh freundlicher als wir. So viel zum Thema. Eggman ist sein japanischer Name. Ja, sag ich doch. Wusste ich natürlich. Was? Bitte? Timmy, schönen guten Abend. Wie ist die Lage? Japaner sind vor allem gestresster als wir, aber. Was ist ein Arsch? Also der Sprung. Okay. Ach, da muss ich meinen Sprung jetzt auf einmal wieder steuern. Sag mal, was meinst du? Ich dachte, ich bin im Auto-Level. Ach, Hubert. Ah. Nee. Das ist ein Arsch, ey. Von wem ist das Level? Jesus? Ach so. Ja, dann werde ich erstmal, wenn ich Sonntag in die Kirche gehe, Jesus, ne? Dann werden mal andere Seiten aufgezogen hier. Die Kollekte diese Woche kannst du dir schon mal in die Haare schmieren. Da ist ja ziemlich viel Platz drin. Ha. Was? Jesus liebt dich, mein Arsch. Das ist ja, ey. Ich muss noch eine Sekunde tun, als wäre es ein Scheißlevel. Danke euch. Ein Block.
Das Level ist über einen Tag alt. Heißt, ein Block im Thumbnail ist nur ein Block, hat aber noch keine Abschlussrate. Bei 958 Versuchen. Ist richtig, Gesko, ja. Das heißt, dass die Leute das im Durchschnitt um die 30 Mal versucht haben. Ah, da ist es Batman Begins Level. Jetzt geht's los. Bullshit. Das ist natürlich scheiße, dass das sind solche Level, die gar nicht funktionieren würden, wenn die einfach die Möglichkeit wieder geben würden, die Level in den Editor zu laden. Und ich hoffe, dass die das bald wieder tun. Ich hoffe, dass das nachgepatcht wird, weil dann kannst du solche Level natürlich dir in den haarigen Trollarsch stecken, mein kleiner Freund. Ja, wobei. Lass sie ihren Spaß mal haben. Wir werden uns schon noch rächen. Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Isis brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Dann tut's dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Sehr, sehr guter Film, ja. Die Dark Knight-Reihe vor ein paar Wochen noch durchgeguckt. Sehr, sehr. Hat sich sehr, sehr gelohnt. Auch wenn ich mit dem. Welcher ist der? Batman Begins, ja. Also mit dem Bane-Film konnte ich überraschend wenig anfangen. Furchtbares Lied? Entschuldigung mal bitte. Kennst du das Lied oder hast du es jetzt nur aufgrund meiner Gesangsleistung bewertet, Kevin? Das Original ist vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht. Ich bin mir aber auch nicht zu 100% sicher. Na, guck mal hier, mit hier doppeltem Boden. Und der Ratte. Super. Ich find's auch cool. Ein großer Teil meiner Jugend. Einer der vielen Songs, die ich sehr, sehr stark mit meiner Jugend verbinde. Übrigens auch Summer of 69. Wir haben Summer of 69 haben wir so oft gesungen auf irgendwelchen Partys. Meine Fresse, das ist nicht mehr normal. Ohne Scheiß. Summer of 69 war, obwohl wir gar nicht aus der Generation kommen. Ja, ich weiß, ich bin 100.000 Jahre älter. Hahaha, leck mich. Das haben wir sehr, sehr viel gesungen. Gute Frage. Hör mal, Easy, was hat das jetzt mit Batman zu tun? Easy bestimmt sauer. Easy. Ich würde das am ehesten noch verbinden mit dem, yes! Wiggle, wiggle! Warte. Yes. So. Am ehesten noch verbinden mit dem, zweiten Batman, wisst ihr, das zweite Batman-Teil, keine Ahnung. Der mit dem Pinguin halt, wo alles in Schutt und Anna im Schnee liegt, meinte ich eigentlich. Oder Mr. Freeze, stimmt, ja. Und eins von beiden, ja. Ja, ich gebe zu, den Film mit Mr. Freeze habe ich mehr oder weniger aus meiner Erinnerung gelöscht. Danke fürs wieder zurückholen, Hero. Wir haben YouTube den Dark Knight Challenge gemacht, hat jedes Mal, wenn er in Smash verliert, muss er den kompletten Dark Knight Film sehen. Ja, da hätte ich, so viel Zeit hätte ich, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, das wird nicht. Ja, Gotham wurde gerettet. Ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Only high jumps. Did you found the secret? Bester Arnold Schwarzenegger Film. Yes. Der Film ist so dämlich. Aber Hauptsache, wir haben Bad Nipple. Das ist das eine, was wir aus dem Film mitgenommen haben, ist Bad Nipple. Es muss irgendwer.
Irgendwer, der dafür das Kostüm zuständig war, muss gesagt haben, wir hatten ja jetzt schon ein paar Batman-Filme, Freunde. Okay, weißt du, ja? Es gab ja schon ein paar. Jetzt sind wir aber dran, jetzt machen wir mal einen neuen. Weißt du, jetzt ist hier, weißt du, der ganze dunkle Kram ist jetzt vorbei. Jetzt machen wir es mal ein bisschen heller, jetzt ändern wir auch die Batsuit ein bisschen. Das muss ja auch irgendwie, das muss ja zeitgemäß bleiben. Ja? Was fehlt uns denn? Muss der sich dann gefragt haben. Und dann muss er auf die eine Antwort gekommen sein, die es gibt. Natürlich Nippel. Das ist selbstverständlich. Und natürlich die Bad Credit Card, ja? Das ist der Film albern. Ey, aber zumindest, also ich meine, eins muss man ja irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, was manchmal ein bisschen zu, ich will den Film jetzt nicht mehr loben, als es verdient, genauso wenig wie dieser lustige Ja-Yoshi gibt's. Genau wie der lustige Super Mario Bros. Film. Aber ich meine, zumindest sind sie lustig. Manchmal ungewollt, also meistens, zugegebenermaßen. Aber zumindest bringen sie mich zum Lachen. Der beste Film aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich damit konform gehe, Akira, aber... du meinst die 60er-Batman-Serie? Oder meinst du... Yeah. Ja, daran warst du noch angelehnt. Du hast das an manchen Stellen auch gemerkt, dass die sich da so ein bisschen versucht haben, drauf zu beziehen, aber... Ich meine, gut, die haben natürlich auch das Problem. Also das muss man, also so meiner Meinung nach, retrospektiv, ich weiß nicht, wie der Film damals bewertet wurde. Also ich rede jetzt von Batman und Robin, noch dem Schwarzenegger-Batman-Film. Wie der damals bewertet worden ist. Ich meine, der hat natürlich retrospektiv das Problem, dass wir die Dark Knight-Filme haben und... also daneben sieht der Film schon ziemlich durchschnittlich aus, sagen wir mal so. Wir haben gestern noch, Kevin, du wirst jetzt lachen wahrscheinlich, wir haben gestern noch, oder vorgestern, am Samstagabend, haben wir Moonwalker noch geguckt, den Michael Jackson-Film. Großes Tennis. Kann ich nur empfehlen, für die Leute, die nicht gesehen haben und ein bisschen auf Michael Jackson stehen. Guckt Moonwalker. Fuck. Ich habe mir letztens die Batman Animated Series endlich runtergeladen. Mal gucken, ich hoffe, dass ich da bald zu komme. Aber erstmal Breaking Bad zu Ende. Und mal gucken, was da noch so kommt. Ich habe The Boys ja noch zu gucken. Und viel im Moment eigentlich. Aber es ist ja auch schön. Feine Sache. Im Moment gucke ich nachts aber, oder abends im Bett aber auch gerne mal Streams, wenn er. Das habe ich eine Zeit lang kaum gemacht. Er latscht nicht auf dem Mond rum. Hört sich doch so, ne? Lalelu, nur der Kratz im Mond schaut du in die kleinen Bies schlafen rum, schlaf auch du. Apropos Zelda Faces of Evil, ich habe letztens gesehen, dass Philips CDIs ein bisschen günstiger sind, als ich eigentlich dachte. Vielleicht kommt der Dach vorne, vielleicht kommt der Dach irgendwann. Apropos, da gibt es übrigens, ich habe da eine zweite Wunschliste für gemacht, falls es irgendwen interessiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute damals da waren, wie viele die damals überhaupt gesehen haben, deswegen poste ich die jetzt einfach mal nochmal. Da habe ich noch keinen Command für gemacht, deswegen, falls irgendwer reingucken möchte. Bitteschön. Das sind die Konsolen, die ich in Zukunft gerne irgendwann noch hätte. Falls es irgendwer interessiert, falls irgendwer was davon über hat und es nicht mehr braucht, gerne an mich. Wenn ich zwei Sterne geben würde, würde ich zwei Sterne geben. Arnold in dem Batman-Film ist absolut großartig, weil die Sprüche, die der reißt, sind so dermaßen plump und bescheuert. Also, da würde ich, also auf einige davon würde ich live im Stream kommen, ohne Scheiß. Die sind so dermaßen flach. Das ist schon der absolute verrückte Wahnsinn. Ach komm schon. Abrösen. Danke für die Bitties. Dankeschön, sehr lieb von dir. Der Film der Wortwitz, ja, das trifft's ganz gut, ja.
Der hat leider sonst auch nicht allzu viel. Ich meine, gut, der Film hat sonst auch noch Uma Thurman. Das ist auch immer ein Argument. Ein Zelda-Quiz. Boah, ich glaube, ich habe so viele Zelda-Spiele. Ich habe wahrscheinlich prozentual, was den Quotient der gespielten und oder geschafften Spiele angeht, habe ich wahrscheinlich sogar mehr Donkey Kong Country-Spiele geschafft als Zelda-Spiele. Ich habe die ganzen 3D-Zelda-Spiele nie gespielt. Immer noch nicht. Sorry. Breath of the Wild ist bis heute das einzige 3D-Zelda-Spiel, das ich jemals gespielt habe, glaube ich. Nein, ich habe eins vergessen. Nee, also vor allem durchgespielt. Ich habe Ocarina of Time mehrfach angefangen, aber irgendwie hat es mich nie sonderlich weit getragen. Und ich habe auch mal Wind Waker angefangen, hatte dann aber ehrlich gesagt keinen Bock, den ganzen Text zu lesen, weil ich gerade fertig geworden bin mit Ni No Kuni 1 damals und das ist fast vollständig gevoice-acted. Deswegen hatte ich einfach keinen Bock zu lesen. Und Freitag Zelda. Pinguin war großartig, ja. Danny DeVito ist sowieso ein ziemlich cooler Kerl. In dem, was ich so sehe. Der Film ist auch, also von den alten Batman-Filmen auf jeden Fall für mich persönlich der beste. Also jetzt mal die Dark Knight-Serie außen vor, die sind wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Oder nicht. Aber von den klassischen Batman-Filmen würde ich sagen, dass der vorne ist. Auch gar nicht. Ich fahre jedes Mal geradeaus da durch. Wind Wanker? Ja, aber dann bitte nicht gegen den Wind. Das wäre dann wieder scheiße. Es ist nichts, was wir im Stream machen werden. Kann ich. 25 Sekunden. Also ist das wahrscheinlich sogar nur diese eine Sektion. Sektion, ja. Ich persönlich finde den ersten Batman-Film schon cool, Akira. Man, ja, der lebt ein Stück weit natürlich von den Schauspielern, aber damit ist er ja nicht allein. Das machen ja viele Filme oder einige Filme. Im Gegensatz zu beispielsweise Batman und Robin, wo ich glaube, George Clooney als Batman ist. Ich glaube, das ist die größte Fehlbesetzung, die ich jemals gesehen habe. George Clooney ist alles, aber kein Batman. Wie die darauf, das würde mich mal interessieren, was da. Irgendwer muss den Scheiß ja mal gecastet haben. Irgendwer muss ja mal gesagt haben, okay, mein Batman ist jetzt George fucking Clooney. Wieso? Weil er geile Nippel hat, oder? Also, das würde mich ehrlich mal interessieren. Da muss ja irgendwelche Gründe hintergeben. Ghostbusters, ja. Ja, wobei, ja, heutzutage lebt der. Also, ich hoffe, wir reden von dem alten Ghostbusters-Film. Lebt heute sicherlich viel von den Schauspielern, wobei ich glaube aber, dass das damals schon natürlich auch ein Stück weit war, dass der Film natürlich auch damals ein Stück weit von den Effekten gelebt hat. Die sind für uns aus heutiger Sicht sind die sicherlich ein bisschen albern und teilweise vielleicht auch sogar lächerlich, aber damals war das wahrscheinlich der tighteste Shit. Vielleicht hat er Premium-Nippel. Wer weiß. Ich meine, zum Beispiel Terminator 2 hatte mal, wenn mich alles täuscht, sogar einen Oscar gewonnen für die Visual Effects. Ja, so, damals war das nun mal spektakulär. Aus heutiger Sicht sieht der Film absolut albern aus. Das war damals natürlich eine andere Zeit. Aber das siehst du selbst in Harry Potter. Der erste Harry Potter-Teil hat so beschissene Visual Effects. Der Film ist noch gar nicht so alt. Der hat mal. Da ist die Szene, wo. Vor allem die Szene in dem ersten Harry Potter-Teil, wo die Quidditch spielen. Ohne Scheiß. Das ist so lächerlich. Aber war halt die Zeit. Da war das alles noch relativ neu. Eine Reset-Tür, ne? Ich muss nicht von hier aus in der. Nee. Ah, okay.
Okay, ich dachte, dass ich in die Röhre muss und ich habe nicht gesehen, wie ich da hochkomme, aber Gott sei Dank musste ich auch nicht. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Läuft. Danke euch.